So lachte sie uns damals an, die PC Games Hardware 2 2004. Das ist jetzt genau 5 Jahre her. Wenn Sie weiter in die Vergangenheit der PCGH reisen möchten, empfehle ich Ihnen das extra lange Jubiläumsvideo auf dieser DVD, das die letzten 100 Jahre PC Games Hardware Revue passieren lässt. Naja, vielleicht auch nur die letzten 100 Ausgaben. Doch zurück in den Januar 2004. Ein neues Jahr hatte begonnen und damit wurde alles anders. Statt wie sonst Test, Tipps, Tuning versprach uns das Cover diesmal Tipps, Tuning und Troubleshooting. Eine kleine Revolution, von der sich treue Leser sicher nur schwer erholen konnten. Aber keine Angst, den einen oder anderen Test gab es natürlich auch im Heft. Doch der nächste Schock wartete schon auf Seite 12. AMDs brandneuer und heiß ersehnter Athlon 64 machte nicht nur Intels Pentium 4 die Hölle heiß, er hatte offenbar auch selbst ein Hitzeproblem. Der Umstieg auf die hochmoderne 90-Nanometer-Fertigung lief nicht wie erwartet. Die maximale Verlustleistung des Athlon 64 drohte sich von 89 auf 105 Watt zu erhöhen. Mon Dieu, 105 Watt! Tja, heute können wir darüber nur schmunzeln, so mancher Chip kommt auf 140 Watt Abwärme. Das liegt wohl irgendwo zwischen Vulkanausbruch und GeForce FX. Aber an all den Gerüchten war ja doch nichts dran und der einkernige Athlon 64 blieb Zeit seines Lebens bei maximal 89 Watt. Aber auf Seite 12 findet sich noch eine weitere interessante Notiz. AMD dachte damals schon über die 45-Nanometer-Technik nach, die dieser Tage 5 Jahre später in Form des Phenom 2 ja auch tatsächlich auf den Markt kommt. Tja, lustiger Kommentar fällt mir dazu nicht ein. Eine Seite weiter schon wieder ein erfülltes Versprechen. DDR2 ging damals an den Start und sollte bald den Erfolg von DDR1 wiederholen. Und damit ist nicht dieses merkwürdige politische Gebilde gemeint, sondern der höchst erfolgreiche Speicherstandard, der Intels Lieblingstechnik Rambus verdrängt hatte. Tja, und wir müssen nur noch eine Seite weiterblättern, denn schon auf Seite 14 erwartet uns die nächste zukunftsträchtige Technik. Dual-Layer-DVDs, die 8,5 GB auf einer Scheibe unterbringen sollen. Die Dual-Layer-Technik verwendet 2 Datenschichten übereinander. Der große Vorteil, die DVD muss bei längeren Videos nicht mehr gewendet werden. Da die PCGH-DVD jedoch ohne Dual-Layer-Technik arbeitet, müssen sie jetzt leider für die Fortsetzung die zweite Seite einlegen. Sind Sie noch da? Ja, natürlich nur ein Scherz. Dann kann es ja weitergehen. Nicht mit allen Techniken hat es die Geschichte so gut gemeint. Notebooks mit wechselbaren Grafikchips wie dieses Alienware-Modell zum Beispiel waren immer schon eine gute Idee, die sich jedoch nie durchsetzen konnte. Was sehr schade ist, stellen Sie sich nur mal vor, wie praktisch das ist, ein mobiles Gerät aufrüsten zu können. Klappe auf, GTX 280 rein und schon läuft Crysis auf dem Gameboy der kleinen Schwester. Tja, es hat nicht sollen sein. Dennoch wurden mobile Rechner ja auch so immer schneller, wenn auch in der Regel nicht ganz so im wörtlichen Sinne wie diese Case-Mod, die auf immerhin 30 km/h kam und deren Schöpfer von uns damals zum Hobbyschrauber des Monats gekürt wurde. Auch recht schnell die neuen Grafikkarten mit GeForce FX 5900 XT und Radeon 9800 SE, die wir auf Seite 50 testen. Die waren gar nicht schlecht, boten viel Leistung fürs Geld und in diesem Falle sogar 2 Lüfter. Ob es eine gute Idee ist, gerade eine GeForce FX mit roten Flammen zu verzieren? Noch einen Schritt weiter ging man bei Albatron. Deren GeForce FX 5700 Ultra bekam gleich 3 Lüfter, falls mal einer ausfällt. Ja, das beruhigt doch ungemein. Aber eine 5700er, die wird doch gar nicht so heiß, meinen Sie? Doch, wenn man nämlich vergisst, die Plastikfolie vom Wärmeleitpad zu entfernen, wie sich nach der Demontage des Kühlers herausstellte. Kein Wunder, dass diese Karte mit Abstand die höchsten Temperaturen im Test erreichte. Epic Fail. Ja, bei Albatron da hatte man Humor. Ein lustiges Völkchen, das sieht man schon am Logo, waren auch die Leute von XGI, dem dritten vermeintlich großen Grafikchip-Hersteller auf dem Markt. Deren Volari V8 Duo hatte sich ja schon im Vormonat im Testlabor bewährt. Und falls Sie die Anführungszeichen um das Wort bewährt jetzt nicht gehört haben sollten, hier sind sie doch mal. Mittlerweile hatten wir eine neue Karte samt neuer Treiber im Labor und siehe da, sie funktionierte schon deutlich besser.
Mittlerweile hatte XGI sogar die im letzten Monat noch inaktive Kantenglättung im Treiber der V8 freigeschaltet. Wahnsinn, endlich eine vollständig funktionierende Karte. Aber auch nur auf den ersten Blick, denn auf den zweiten sahen wir, dass wir nichts mehr sahen. Stand echtem Anti-Aliasing bot die V8 eigentlich nur einen Weichzeichner. Thilo Bayers Fazit damals: Mit Kantenglättung hat das nichts zu tun. Das Bild vermatschen, damit man die schwache Technik nicht so genau sieht, das ist eine Taktik, die heutzutage ja auch gern von so manchem Spieleentwickler verwendet wird. Doch wir waren voller Zuversicht. Im Ausblick auf das Grafikkartenjahr 2004 tauchte der Name XGI noch auf. Tatsächlich war von diesen Jungs nicht mehr viel zu hören und noch weniger zu sehen. Gleiches gilt für S3, deren Delta-Chrome-Karten wir ebenfalls testeten, und für PowerVR, von denen wir uns für das Jahr 2004 auch etwas Konkurrenz erhofften. Gleich drei Hersteller, die es nicht schafften, das Duopol von ATI und Nvidia zu durchbrechen, und das bis zum heutigen Tage, das ist so traurig, da ist eine Schweigeminute angebracht. So, die müsste jetzt aber rum sein. Kommen wir zu den Spielen. Nein, nicht zu diesem Machwerk, das uns nur in Form einer Anzeige belästigte, eher schon zu diesem Titel, einem Shooter namens Doom 3. Der war zwar noch nicht ganz fertig, doch widmeten wir ihm einen mehrseitigen Vorschauartikel. Schließlich sind Spiele von id Software seit jeher für originelle Spielmechanik und hochkomplexe Hintergrundgeschichten berühmt. Oh, Entschuldigung, da habe ich jetzt den Zettel falsch rumgehalten, andersrum. Also, auch mit schwacher Geschichte und simplem Gameplay, Doom 3 war technisch wegweisend, und wer braucht schon Spielspaß, wenn er so schöne Schatten betrachten kann. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende. Oder doch nicht? Ja, ich weiß, eines fehlt noch. Im letzten Monat zeigte ich sie nicht und daraufhin erreichte mich eine wahre Flut von E-Mails. Gut, die meisten davon boten mir nur billige Potenzmittel an und hatten eigentlich gar nichts damit zu tun. Aber dennoch meine ich, die Botschaft verstanden zu haben. Sie wollen Dawn sehen. Bitte, da ist sie, auf Seite 35, versteckt in einer sonst nur mäßig hübschen Anzeige. Sie wollen sie auch noch in Bewegung sehen? Na gut, aber ich verabschiede mich schon mal. Also, bis zum nächsten Mal.